Damit hallo und herzlich willkommen zu Persona 5 Strikers. Wobei, heißt das nicht eigentlich noch Scramble? Ist ja egal. Persona 5 Strikers kommt offiziell am 23. glaube ich raus, ne? Das wäre jetzt dann heute 20, 21, 22. Ich glaube 23. muss jetzt sein. Ist eine Fortsetzung von der Geschichte von Persona 5. Royal ist nicht mit drin, weil Strikers wurde schon entwickelt, da gab es Persona 5 Royal noch nicht. Das heißt, wir werden nicht die Kasumi sehen. Was für mich das größte Problem mit dem Spiel ist. Aber ansonsten wird's geil. Es hat schon sehr gute Bewertungen bekommen. Kostet rund 60 Euro. Also die Standard 60 Euro halt. Gibt's auch für PC, gibt's für Switch und für die PlayStation 4. Ich spiele es auf der PlayStation 4, weil ich nicht warten kann. Ich habe es eigentlich schon seit Donnerstag gehabt, dachte eigentlich, ja okay, ich habe ja noch Zeit bis zum Release-Tag, bis ich da was machen muss, beziehungsweise bis ich dann was aufnehme. Ja, und dann siehst du halt, wie plötzlich überall auf meinem YouTube-Liste alle Leute plötzlich Persona 5 Strikers spielen und Videos bringen. Also, los geht's, hätte ich gesagt. Konfiguration habe ich gemacht, wir bleiben bei der japanischen Sprachausgabe. Gleich mal, bin ich schon bei Aussehen, ja. Beim Start eines neuen Spiels wirksam. Ja, aber ich habe doch, achso, ja. Die treffen sich ein halbes Jahr nach Persona 5. Lässt sich mit Englisch und japanischer Sprachausgabe spielen. Bitte wähle eine Sprache aus. Ja, ich habe doch japanisch ausgewählt gehabt. Ach, egal. Ist ein halbes Jahr, das halbes Jahr danach. Und die gehen in den Urlaub. Was natürlich kein normaler Urlaub wird, weil sonst würden sie mir nicht spielen. Ah, wie habe ich meine Jungs vermisst, Alter. Es ist ein Musou-Game, es ist kein rundenbasiert. Was aber viel vom alten Persona mit drin hat, also es ist nicht Standard-Musou-Game, es ist eher ein Musou-Light, habe ich gelesen. Basisangriff, Spezialangriff ausweichen. Und mit Dungeons und. Keine Ahnung. Irgendwie kenne ich den Spruch. Ich glaube, ich bin mal leise und wir fighten einfach mal uns durch. Ich würde einen Showtime-Angriff aus. Die Show ist vorbei. Okay. Scheinbar nicht, das sind noch mehr. Oh, ich liebe die Musik jetzt schon wieder. Fuck, ich hab das so vermisst. Destroy hearts of good souls.
Ja, Gänsehaut, Alter, geil. Hey, lange nicht geschrieben. Du vergisst bloß ständig auf unsere Nachrichten zu antworten. Echt jetzt? Ich hab halt viel um die Ohren. Ich habe mich auch seit einer Weile nicht gemeldet, nicht wahr? Ich auch nicht. Kein Geld, kein Guthaben. Wie geht's euch allen? Mir geht's prima. Aber es ist schon spät. Sollt ihr nicht alle für eure Prüfung lernen? Nee, nicht nötig. Ich bin gar nicht Ryuchi. Stopp, stopp. Ihr habt gewonnen. Egal, eigentlich ging es mir um was anderes. Die Semesterferien stehen vor der Tür. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam etwas Zeit verbringen? Keine schlechte Idee. Ja, yeah, habt ihr Lust, zusammen in den Urlaub zu fahren? Klingt super. Was haltet ihr von Kyoto? Da können wir gut Urlaub machen. Vergiss es, nach Kyoto fahren nur Oberschüler. Cool, wir sollten uns treffen, dann können wir alles besprechen. Und wo? Wo wohl? Treffen wir uns im Versteck. Alles klar, Chef. Ah, ich hab's vermisst. Dabei ist es noch gar nicht so lang. Ja, wobei, ein Jahr, oder? Ein gewisses Polizeirevier, Konferenzraum. 続いてこの1ヶ月で発生した類似事件の報告です。Bärtiger. はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如表現し公文書の改ざんを告白しました。Strenge Frau. 次に札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退、自らの作品をダサ作だと号泣発表、出版を拒否。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表現が認められます。先に挙げた対象者は全て表現する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか。誰かが人の心を操作してるとでも。先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答団。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件。Sinneswandel Epidemie。心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。の、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばならん。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。怪盗団ね。ああ、stark、ich bin gespannt。こっちの電車に乗るのも久しぶりだな。Und jetzt die Bahnnachrichten, die heutigen Schlagzeilen.
Urkundenfälschung gestanden. Das Parlament ist nach dem Geständnis des stellvertretenden Finanzministers in Aufruhr. Es kommt zu Machtkämpfen. Die Partei des stellvertretenden Ministers kommentiert die Angelegenheit nicht. Das ganze Land wartet nun auf den Gerichtstermin. Zur Wirtschaft. Die ausstrebenden IT-Unternehmen Madec hat heute für das erste Quartal einen Rekordgewinn vermeldet. Hauptgrund ist die neue virtuelle Assistentin, der wohl schnell viele neue Fans gewinnt. Wenn man sich mal den Aktienkurs ansieht. Ich auch. Die Grafik schaut doch besser aus, kann das sein? Ah, Junge, ja, ja, da werden Erinnerungen wach, und wenn wir nur ein halbes Jahr fort waren. Gehen wir rasch zu LeBlanc, wie es dem Boss wohl ergangen ist. Wichtige Ortssymbole, um die Story voranzutreiben, gehen zu dem Gebiet mit dem Ausrufezeichen-Symbol. Wenn du dich dem Ausrufezeichen-Symbol näherst oder damit interagierst, geht die Story weiter. Nicht rennen? Nee. Supermarkt. Kannst du immer hängen wie ein LeBlanc ab. Ich hoffe, ich richte immer noch auf, dass die ein Jahr gebraucht haben, um das zu uns zu bringen. Schweinerei. Nun, da wären wir. Es sieht nicht so aus, als hätten sich viel verändert. Auf geht's, legen wir los. つまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。Bist du etwa noch älter geworden? Lange nicht gesehen. そうだな。数ヶ月前のはずが、ずいぶん経ったような気がしやがる。つもろい話もあるだろうが。そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。Danke nochmal, dass wir uns treffen können. はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがった。笑い男じゃねえよ。リュウジは期待裏切らねえな。この間の期末も赤点3つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。勝った。私1個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら？お、生徒会長の鉄拳制裁来る？もう、それいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか？ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。く
食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか。そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。ふたばは学校はどう？ふん、余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。Du hängst dich also richtig rein. Daro, daro! Motto, hommete, krete, iso! De, Kanjin no mae wa? Jimoto de umaku yareten no ka? Ich hab euch vermisst. Ach, geht schon, alles ist super. Zack. Kigu da na, watashi mo da! Na, ore mo sore nari ni wa yatten da kedo sa. Yappa, omae ga ine to.ピリッとしねっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。ダンケロイド。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？それにみんなは高3でしょ。卒業とか進路のことだって言わないで。分かってるから今だ。相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス。あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。Ja, zieh mir das total groß auf, aber bitte auch mit Gemüse. Ja, zieh mir das total groß auf.頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。Der typische Yusuke. Es geht ums Essen. Ich bin dabei. Scheiß auf alles andere. 芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お、なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか？あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで。聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。
よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。 Okay, wir wissen jetzt schon, dass das unser Ding zum Mementos wird. あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。 Oh fuck, wie hat er wieder geheißen? Shit. Warte mal, ich hab doch einen PC offen. Persona 5 Hauptcharakter Ryu, glaube ich. Nee. Ren. Haben wir den letzten Mal Ren genannt? Ich glaube, wir haben dann Ren genannt. Ren weg. Mamiya. Oh ja, da ist das sogar noch eingespeichert. Mamiya. Okay. Ich weiß, andere sagen, der heißt der. Ich habe einen anderen Namen vergessen, mir egal. Ren Mamiya, diesen Namen eintragen, ja. Renn weg. Ja, hatten wir doch schon. Willst du mich jetzt verarschen? Schaden anzeigen. Machen wir einfach mal. Änderung der Schwierigkeit fortfahren. Einfach, Kinderleichtkämpfe, ausgeglichene Schwierigkeit für Action-Veteranen. Kann später geändert werden. Schwierigkeitseinstellungen wirken sich nicht auf die Story-Inhalte aus. Yokoso. Watashi wa Emma. Anata wo supporto suru Konshiruju desu. Das wird auf jeden Fall unser Tor zur anderen Welt. Kidou dekita mitai da na. Minna tomodachi shinsei shitoita kara. Toriaezu shounin yoroshiku. Bitte nicht ablehnen. Doch, lehnt mal gleich ab. Osusume Kampu Gutsu. To deteru na. Kekkou suguremon daro. Shikamo tada eranderu dake ja nai. Kisetsu to ka tenkou. Kojin no profilu ya ichi joufou mo sanshou shite. 最適なものを考えて表示してる。マジかよ。愛すげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろう。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。あ。話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだな。Alter, Yusuke, das interessiert kein Schwein. Oh, 却下で。Was Ruchi, Iriuchi sagt. Ah, wie geil, es war echt toll, euch alle wiederzusehen. Nicht nur ihm, Alter. Man fühlt sich, wie wenn man nach Hause kommt. すみません、マスター。カレーまでごちそうになっちゃって。気にすることはねえよ。再会を祝してってやつだ。それにまた、こいつが世話になるからな。こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつうか、久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ港前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。Alter Sklaventreiber. Ich war zwar ein wenig eingerostet, aber ich habe noch im Café geholfen, bevor ich in mein Zimmer gegangen bin. Wenn so viel passiert, machen wir für heute Schluss und gehen wir schlafen. Speichern! Aktuellen Fortschritt speichern, wenn du Dreieck drückst. Okay. Es werden scheinbar auch die Spielstände übernommen. Also halt, beziehungsweise du kriegst wahrscheinlich irgendwas. Wo ist die Kiste? Keine Kiste. Alter, hier schaut's halt aus, ne? Hauspflanze. Dass dem Typen gut geht, sie haben sich darum gekümmert. Der Typ? Morgana. Die Aussicht von hier bringt sicher Erinnerungen zurück. このベッドの感触、懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな、ここは。キャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。
Ich freue mich drauf. Was war das für eine Lache? Ich bin von der Reise total erledigt und schlafe schon halb. Wofür wettet man, dass man jetzt instinkt? Ja, wer hätte das erwartet? Lavenza! Und Igor. Aber Igor fehlt. Macht er auch Urlaub? この再会を喜ぶべきか悲しむべきか。とにかく今は勤めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたとあなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。 立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。 Was meinst du? 何者かが作動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗え。 我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？Aber hallo. それでこそ私の知るトリックスターです。 Also das wage ich jetzt zu bezweifeln, bis wir es wirklich gesehen haben. Ich meine, wir haben das letzte Mal einen fucking Gott erledigt. Aber私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今は。 Ha. Ach, jetzt haben wir doch eigentlich schon alle gesehen. Igor braucht man nicht, der nervt nur. Und außerdem wissen wir nie, ob er uns bloß bescheißt. Hey, hast du letzte Nacht nicht gut geschlafen, Ren? Du hast dich ständig hin und her gewälzt. So oder so sollten wir uns mit Ryuichi bei der Bushiko-Statue treffen, um uns einen Teil der Camping-Ausrüstung zu kaufen. Konter? Hm? Jetzt Kaffee, nimm doch welchen, wenn du zurückgehst. Da ist es, Sujiro. Diese Stadthitze ist einfach unerträglich. Du musst auf jeden Fall genug trinken, okay. So, dann machen wir doch hier erstmal gleich die Kraft für die erste Folge von Persona 5 Strikers. Ah, es ist geil. Es ist wie Heimkommen. Es ist einfach wie fucking Heimkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es jetzt her ist. Wann haben wir Royal gespielt? Im April letztes Jahr? Na, es ist auf jeden Fall knapp ein Jahr her. Und es ist einfach wie Heimkommen. Ich kann gar nichts. Können wir noch wen anrufen? Dann machen wir uns auf den Weg. Schnauze jetzt Morgana. Abschaltzeit. Es ist wieder geil, dass es wieder in Deutsch ist. Ich hoffe, es werden in Zukunft alle Spiele in Deutsch. Und ich weiß, es sind nicht alle meiner Meinung. Habe ich schon öfter gelesen. Aber ich würde es feiern, wenn es mit denen nochmal weitergehen würde. Also selbst nach Striker. Ich will mal Scramble sagen. Hat das jetzt eigentlich Scramble geheißen? Egal. Weil es ist wie, wenn du wieder Freunde wieder siehst, ey. Die wurde lange nicht mehr gesehen, das ist klar, bloß ein Jahr her, aber trotzdem. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Servus.